Herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Antrag im Förderprogramm Wohneigentum für Familien stellen können. Folgende Unterlagen benötigen wir für einen vollständigen Antrag: den notariell beurkundeten Kaufvertrag, den Grunderwerbssteuerbescheid inklusive eines Zahlungsbeleges, die Kindergeldbescheinigung oder einen anderen Nachweis zum Bezug des Kindergeldes. Wenn Sie ein Grundstück erworben haben, benötigen wir zusätzlich den Nachweis zu der Eignung zur Wohnbebauung. Dies kann beispielsweise durch die Bestätigung der Kommune erfolgen. Um einen Antrag bei uns zu stellen im TAP-Portal, müssen Sie sich einmalig registrieren. Dies können Sie über die Startseite tun. Klicken Sie auf Registrierung eines neuen Nutzers. Füllen Sie anschließend das Formular aus mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, einem Benutzernamen, bitte ohne Leerzeichen, und ein Passwort, welches Sie für sicher einstufen, was aus mindestens 12 Zeichen besteht, ein Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, und bestätigen Sie das Passwort. Anschließend noch das Capture bestätigen und Registrieren klicken. Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit dem Verifizierungslink. Wenn Sie einen Account besitzen, können Sie sich über die Startseite des TAP-Portals mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer E-Mail-Adresse anmelden. Und schon sind Sie im Förderportal. Klicken Sie auf Neues Vorhaben anlegen und bestätigen Sie mit Neues Vorhaben anlegen. Suchen Sie sich aus der Liste der Förderprogramme die entsprechende Richtlinie raus. Sagen Sie uns, ob Sie einen Neubau oder eine Bestandsimmobilie erwerben oder ein Grundstück. In unserem Beispiel erwerben wir eine Bestandsimmobilie. Ordnen Sie sich als Antragsteller ein. In der Richtlinie sind nur Privatpersonen förderfähig. Deswegen wählen Sie eine natürliche Person. In der Aufgabenübersicht finden Sie die Aufgabe Antrag stellen. Klicken Sie darauf. Unter Antrag stellen können Sie das Antragsformular ausfüllen. Klicken Sie auf das Wort Antragsformular. Nun können Sie alle notwendigen Daten für den Antrag eingeben. Angefangen mit dem Namen des Antragstellers. Ein Hinweis zur Postleitzahl. Wenn Sie die ersten 4 Ziffern eingeben, erscheint eine Liste. Bitte wählen Sie den entsprechenden Ort aus dieser Liste aus. Dann füllt sich automatisch die Gemeindekennziffer, der Landkreis und die Region. Teilen Sie uns nun den Ansprechpartner für Ihr Vorhaben mit. Das kann in Ihrem Fall auch selbst der Antragsteller sein. Eine Telefonnummer. Und die dazugehörige E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf Speichern weiter. Unter weitere Grunddaten benötigen wir alle Personen, die im Erwerbsvertrag genannt sind. Das schließt auch den Antragsteller selbst mit ein. Klicken Sie auf Plus 9, um eine Person anzulegen. Ich fange mit dem Antragsteller an. Dessen Steueridentifikationsnummer und dessen Geburtsdatum, welches Sie über das Kalender-Icon auswählen können. Ebenfalls müssen Sie die weiteren Personen anlegen. Dies erfolgt erneut über den Button Neu. Geben Sie den Namen ein, deren Steueridentifikationsnummer und deren Geburtsdatum. Dieses können Sie auch manuell eintragen. Klicken Sie auf Speichern. Falls es hier falsche Eingaben gab oder irgendwas geändert werden muss, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag, auf Bearbeiten und Sie können die Änderung vornehmen oder eine Person rauslöschen. Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf Speichern weiter. Im nächsten Schritt benötigen wir das Datum der notariellen Beurkundung des Kaufvertrages. Geben Sie den Ort des Vorhabens ein. Dies ist, wenn Sie in der erworbenen Immobilie noch nicht selber leben, der zukünftige Ort oder wenn Sie darin schon leben, Ihre aktuelle Anschrift. Auch
Hier bei der Postleitzahl geben Sie die ersten vier Ziffern ein und wählen den entsprechenden Ort aus. Sind alle Angaben gemacht, klicken Sie auf Speichern weiter. Nun benötigen wir weitere Informationen zu Ihrem Vorhaben. Beachten Sie auch hier unsere Hinweise unter den kleinen i-Symbolen. Eine Baugenehmigung muss auch bei Bestandsimmobilien vorliegen. Klicken Sie auf Ja. Sie müssen diese Baugenehmigung nicht bei uns einreichen. Sind alle Fragen beantwortet? Klicken Sie auf Speichern weiter. Auf der folgenden Seite müssen Sie den Kaufpreis angeben. Wir tragen hier in unserem Beispiel 365.000 Euro ein und das Förderportal berechnet automatisch die beantragte Zuwendung. Wenn Sie weitere Förderanträge planen oder schon gestellt haben, die sich explizit auf den Erwerb Ihres Objektes bezieht, können Sie die hier eintragen. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie dieses Feld leer lassen. Klicken Sie auf Speichern weiter. In den Abrufdaten benötigen wir Ihre Bankverbindung. Klicken Sie auf den Button Plus Neu, hier oben auf Ja und tragen Sie Ihre IBAN ein. Ist die IBAN vollständig, wird der Name der Hausbank und die BIC automatisch gefüllt. Falls der Kontoinhaber eine andere Person ist als der Antragsteller, tragen Sie hier den Namen ein. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie das Feld freilassen. Sie als Privatperson müssen bei Geschäftskonto Nein anklicken. Klicken Sie auf Speichern und der Eintrag erscheint in der Tabelle. Im nächsten Feld benötigen wir den Aufbewahrungsort all Ihrer Dokumente, die mit dem Erwerb zu tun haben. Das heißt, in den meisten Fällen wird es bei Ihnen Ihre persönliche Anschrift sein. Also geben Sie Ihre Anschrift ein. Sie fangen an mit der Postleitzahl, dem Ort, Ihre Straße und die Hausnummer. Zum Abschluss müssen Sie uns noch verschiedene Erklärungen und Bestätigungen verbindlich abgeben. Die finden Sie unter diesem Link. Öffnen Sie das Formular und lesen Sie sich in Ruhe alle Erklärungen durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, können Sie uns verbindlich die Erklärungen durch ein Häkchen abgeben. Klicken Sie auf Speichern weiter. Im Reiter Prüfung erfahren Sie, ob alle Pflichtangaben gemacht wurden. Dies ist in unserem Beispiel erledigt. Klicken Sie auf Fertigstellen. Sie können die Aufgabe Antrag stellen nun abschließen. Direkt im Anschluss darauf folgt die Aufgabe Antrag senden. Klicken Sie auf Antrag senden und Sie gelangen in eine Übersicht über alle Formulare und Anlagen. Unter vorliegende Dokumente finden Sie Ihr Antragsformular. Laden Sie es sich runter, drucken Sie es sich aus und unterschreiben Sie es. Das unterschriebene und digitalisierte Antragsformular laden Sie unter Formulare und Anlagen wieder hoch. Sie können eine Bezeichnung eingeben und die Datei hochladen. Wichtig ist, Ihr Antrag können Sie auf zwei verschiedene Wege einreichen. Einmal ausgedruckt, im Original unterschrieben, per Post an die Thüringer Aufbaubank gesendet oder elektronisch signiert. Für welche Form Sie sich entscheiden, geben Sie uns unter dem Plus an. Möchten Sie das Dokument elektronisch signieren und den kostenlosen Service der Bundesdruckerei nutzen? Unter dem I finden Sie den Hinweis, wie das genau funktioniert. Dann klicken Sie auf Ja. Besitzen Sie bereits eine qualifizierte Signatur der Bundesdruckerei, wenn das auch der Fall ist, ja. Und dann können Sie Ihren Benutzernamen bei der Bundesdruckerei eingeben und den Signaturvorgang starten. Wenn Sie uns das Original unterschrieben postalisch zukommen lassen wollen, klicken Sie in der ersten Frage direkt auf Nein
Und schon wechselt der Status des Antragsformulars auf grün. Reichen Sie bitte an dieser Stelle noch die weiteren Unterlagen ein. Wir benötigen den vollständig notariell beurkundeten Kaufvertrag. Den Grunderwerbssteuerbescheid. Einen Nachweis über den Grunderwerbssteuerbescheid, zum Beispiel in Form eines Kontoauszugs. Der Nachweis zum Kindergeldanspruch, zum Beispiel durch einen Kindergeldbescheid oder einen Kontoauszug, aus dem ein Kindergeldeintrag hervorgeht. Und zum Abschluss noch die ergänzenden Angaben zum Antrag. Hierfür haben wir Ihnen eine Vorlage zur Verfügung gestellt, welche Sie sich runterladen können. Füllen Sie diese aus, indem Sie uns sagen, wie viele Personen eingezogen sind in die Immobilie und die Namen oder den Namen des Kindes, der Kinder und deren Geburtsdatum eingeben. Zusätzlich benötigen wir noch Angaben, ob es weitere Eigentümer gibt, die würden Sie hier an dieser Stelle eintragen. Speichern Sie das Dokument ab und laden Sie dies im Förderportal hoch. Möchten Sie weitere Dokumente einreichen, können Sie dies unter Freie Dokumente tun. Ist alles vollständig, müssen Sie die Aufgabe abschließen. Erst dann ist der Antrag wirklich bei uns angekommen. Wenn Sie sich nicht für die E-Signatur entschieden haben, schicken Sie uns das Original unterschrieben an die Aufbaubank nach Erfurt. Weitere Anlagen können Sie unter Anlagen einreichen hochladen. Oder zu einem späteren Zeitpunkt steht Ihnen immer die Aufgabe Dokumente einreichen unter Meine Aufgaben zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Vorhaben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.